Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und zwar zu dem neuen DLC, nämlich dem frühe Kreidezeit-DLC. Das ist jetzt auf Steam erhältlich und enthält hier neue Urzeitkreaturen. Unter anderem diesen kleinen hier. Das ist der Minmi. So wird er geschrieben. Kleiner, süßer Pflanzenfresser. Hier auch schon mit verschiedenen Skins. Das ist übrigens auch eine neue Funktion von dem neuen Update. Dass man dort mit einem Wurf verschiedenfarbige Dinosaurier freilassen kann. Aber darauf gehe ich nochmal in einem extra Video ein. Man beißt da hinten rein. Und wird dann angeschrien. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, weil es so süß war. Der Minmi ist wirklich ein toller, kleiner, mega niedlicher Dinosaurier. Und was ich besonders cool an ihm finde, ist diese Animation, wenn er sich auf den Boden gelegt hat. Wenn er sich so rumrollt, das sieht so niedlich aus. Das ist auf jeden Fall meine Lieblingsanimation von dem Minmi. Das ist so putzig. Oh. Tatsächlich ist es bei dem Minmi aber auch so, dass ich dort viele unique Animationen im Kampf erwartet habe, beziehungsweise eher im gekillt werden, weil das ist ja beim Homalocephalus genauso gewesen. Er war ja auch so ein richtig kleiner Winzling und hatte dann richtig viele coole Kill-Animationen. Aber bei Minmi ist das leider eher eine Enttäuschung. Dort sehen die Animationen echt eher immer relativ gleich aus, zumindest die ich ausprobiert habe. Ich habe natürlich nicht alle ausprobieren können, aber ich habe schon einige gemacht und ihr seht es ja im Hintergrund, die sind schon wirklich alle ziemlich identisch leider. Und das hier ist unser zweites neues Urzeitlebewesen aus dem neuen DLC. Nämlich ein Flugsaurier, der, lasst mich nicht lügen, Sungarypterus. Ein sehr, sehr cooler Flugsaurier, wie ich finde. Fällt besonders auf durch seinen geschwungenen Schnabel nach oben. Und hier natürlich das hier oben. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. So ein Knochen oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Auch schön farblich. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Skins. Aber lassen ihn jetzt mal ein bisschen flattern, dann seht ihr den mal in Action. Die Flugsaurier können jetzt übrigens auch auf Felsen landen. Das ist richtig cool. Seht ihr schon da unten? Das machen die auch regelmäßig. Machen die richtig gerne und gefällt mir auch richtig gut. Weil dadurch macht es dann auch Sinn, die Felsen vernünftig zu platzieren in den Aviarien. Dann schön vor den Beobachtungsgalerien und sowas. Pausieren noch mal kurz, dann schauen wir uns den noch einmal an. Der ist nämlich wirklich echt hübsch. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, der hat coole Animationen, die wir gleich uns auch noch angucken werden. Oh, der hat hier sogar grüne Flecken auf dem Flügel. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, landet perfekt auf dem Felsen. So soll es sein. Hier könnt ihr die jetzt auch nochmal beim Fischefangen beobachten. Das sieht auch echt cool aus. Da gibt es auch eine Animation, wenn die gemeinsam das machen. Die zeige ich euch jetzt auch noch. Hier seht ihr jetzt einmal das pure Chaos, wo ganz viele Sungarypterus gleichzeitig fressen. Achtet mal auf den rechts in der Mitte. Der hat nämlich jetzt gerade diese andere Animation gemacht.
Hier in diesem Ausschnitt seht ihr nochmal, wie schön das aussieht, wenn die Flugsaurier dann auf diesen Felsen landen. Natürlich können sie trotzdem noch auf den Beobachtungsgalerien landen. Und ausbüchsen können sie auch. Und dann auch direkt auf die Besucher losgehen mit einer richtig coolen Animation. Er versucht halt, den Menschen am Bein hochzuziehen, was leider nicht klappt, weil er nicht stark genug ist, aber tötet ihn dann dennoch durch einen Genickbiss. Außerdem kann er auch den Homalocephale zu Fall bringen. Den scheppert er einfach mal mit so einem richtig krassen Sturzflug zu Boden und geht dann dort auch auf die Kehle. Die gleiche Animation gibt es auch bei den Ziegen. Und ansonsten habe ich leider keine weiteren Animationen mehr herausgefunden mit Landdinosauriern. Ich habe es noch mit einem Struthiomimus probiert, mit dem Minmi, mit dem Compi, mit dem Velociraptor und dem Indoraptor. Da ist bei mir leider gar nichts passiert. Und das hier ist der dritte im Bunde, nämlich der Vuerosaurus. Ein Stegosaurus-ähnlicher Dinosaurier, nur etwas kleiner. Und mit eher abgerundeten Platten da oben. Aber hinten auch richtig krasse Stacheln am Schweif. Und die schönen Skins hat der. Hier sehe ich gerade auch zum ersten Mal diese verschiedenen Skins. Sieht richtig nice aus. Der hat sogar so grün hier oben. Oh, die machen jetzt sozialisieren. Sehr niedlich. Aber ähnlich wie bei den Stegos. Nur, dass sie sich nicht noch anschocken mit dem Schwanz hinten. Die Animationen sehen an sich auch nicht schlecht aus. Aber die sind jetzt auch nicht richtig krass. Also das sind eigentlich eher so Standardanimationen, die relativ ähnlich wie bei dem Stego sind. Auch im Kampf ist er relativ identisch wie der Stegosaurus. Das hier finde ich besonders cool, wie er hier den Deinonychus mega weit wegstößt. Aber letztendlich bringt ihm das leider nichts. Ja, und die anderen Kampfanimationen sind teilweise auch noch verbuggt und sind jetzt auch nicht so überwältigend. Also ich habe halt viel mehr mit uniken Animationen gerechnet, die richtig cool aussehen. Aber das ist halt alles... Naja. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Vuero einfach nur noch in das DLC gepackt wurde, um dann noch einen vierten Dinosaurier zu haben. Dieser ist meiner Meinung nach definitiv der schlechteste aus dem DLC. Thank you.
Und das hier ist mein persönlicher Favorit aus dem DLC. Wahrscheinlich von vielen von euch. Nämlich der Kronosaurus. Das ist auch der einzige, den ich vorher kannte vom Namen. Die anderen habe ich vorher noch nie gehört. Sieht so cool aus. Ich liebe auch die Schwimmanimation. Gerade wenn er nachher dann auch schnell schwimmt und sowas, dann rudert er richtig wild mit seinen vier Flossen umher. Und auch der Skin sieht so krass aus. Sieht so nice aus unter Wasser. Schaut euch mal die Farben an. Und da gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Die habe ich jetzt selber auch noch nicht alle ausprobiert. Aber den finde ich wirklich richtig cool. Aber gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Animation ein. Da gibt es nämlich wirklich viele unique Animationen zu sehen. Hier sehen wir jetzt erstmal, wie er einen Fisch fängt. Selbst das finde ich schon sehr cool, wie das aussieht. Was natürlich auch besonders cool ist, ist, dass der Kronosaurus der zweite Wassersaurier ist, der den Haifieder benutzen kann. Neben dem Moser. Da er allerdings nicht ganz so groß und schwer wie der Moser ist, muss er ein bisschen mehr Aufwand aufbringen, um den Hai da in zwei Stücke zu reißen. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch ein paar Kill-Animationen gegen andere Wassersaurier an. Den ich, die schluckte einfach easy im Ganzen. Bei dem Plesios ist es tatsächlich so, dass der richtig Probleme hatte, diesen zu fangen, weil dieser sehr schnell ist und viel Ausdauer hat. Also das hat, glaube ich, erst hier beim dritten, vierten Mal geklappt, dass er ihn hier wirklich fangen konnte. Aber wenn er ihn dann hat, dann ist er auch wie ein kleiner Schokobon. Beim Elasmo und Attenboro macht er kurzen Prozess. Beim Tylosaurus hat er schon ein bisschen mehr zu knabbern. Aber hat sich hier sogar durchgesetzt. Und beim Mosasaurus hat er keine Chance. Wird hier mega zerfetzt und dann weit wegschleudert. Also beim Kronosaurus haben wirklich alle Animationen 1A funktioniert. Ich finde ihn optisch richtig cool. Ich finde die Animation richtig cool. Ist mein absoluter Favorit aus dem DLC und für mich deswegen schon ein Must-Buy, allein schon wegen dem Kronosaurus. Aber Leute, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video euch einen kleinen Einblick in das DLC geben. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es euch kaufen wollt oder nicht. Falls ihr die Animation nochmal ein bisschen genauer sehen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist ein Link zu meinem Zweitkanal. Da habe ich das alles nochmal ein bisschen ausführlicher für euch aufgenommen. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.